So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen auf Mordrak. Und verkaufen einfach dem alten Lager ihr altes Zeug wieder. Habe ich noch gar nicht ausgeräumt. Ist ja ein Ding. Was haben wir denn hier? Ah, nicht so viel Besonderes, aber nein. Wir machen jetzt einfach einen auf Modrak und verkaufen dem neuen Lager ihr eigenes Zeug. Das ist, glaube ich, eine hervorragende Idee. Ach, nee. Hat jetzt irgendwer mit dem Torus eigentlich gesprochen? Jetzt, wo du bei mir bist, können... Wem soll ich denn aufs Maul hauen, bitte? Ich möchte eigentlich nur dir aufs Maul hauen, sonst eigentlich niemandem. Torus, hast du irgendwas zu sagen? Nee. 1000 Erz bekommst du von mir auch nicht. Es wundert mich, dass der Gomm ist, die Leute hier draußen auftreten lässt. Oder er mag die Musik nicht und lässt sie deswegen nicht in der Burg auftreten. Das wäre natürlich möglich. Nun gut. Da ist der Fisk. Fisk. Zeig mir deine Ware. Hasch der Erz? Nö. Der Fisk hat kein Erz. Der Dexter wahrscheinlich auch nicht, aber der Dexter wird zumindest ein paar Tränke haben, glaube ich. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den. Sieht jetzt nicht so aus. Ah, das ist leider auch ein bisschen buggy, aber nein. Na gut, dann verkaufe ich euch halt nicht euer eigenes Zeug. Behalte ich's halt. Ich halte mich da lieber raus. Warum passiert's? So, Dille. Haben wir jetzt eigentlich. Hohes Fleisch haben wir, glaube ich, gerade nicht. Doch, ein bisschen. Ah, das mache ich dann gerade mal. Schaden kann's nicht. Ach, du stehst genau. Zusammen sind. Ja, wir sind unschlagbar, das stimmt. So, dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was zum Snacken dabei. Und ich würde sagen, dann geht's jetzt auf Richtung Sektenlager, wo wir dem guten Korkalum wahrscheinlich. Genau. Dem Korkalum bringen wir jetzt einfach die Crawler-Eier und die Sumpfkrauternte. Die haben wir ja zurückgekauft, damit wir dann läppische 100 Erfahrungspunkte bekommen. Die jetzt mittlerweile eigentlich gar nichts mehr sind, aber naja. Wahrscheinlich war es das Erz mitnichten wert. Das hat jetzt ja 400 Erz hat es, glaube ich, gekostet damals, als wir es dann 400 Erz hat es jetzt gekostet, das zurückzukaufen. Ich glaube, wir haben dafür dann 200 wahrscheinlich bekommen. Haben wir uns jetzt hier auch noch in Unkosten gestürzt für läppische 100 Erfahrungspunkte. Was natürlich ein ziemlicher Reinfall ist, aber nun ja. Ich würde sagen, wir schauen jetzt hier einfach nochmal in der Höhle vorbei. Wir haben jetzt ja noch eine bessere Rüstung. Wir sind deutlich stärker. Sowohl an Kraft als auch an Schwertstärke. Deswegen würde ich sagen, schauen wir hier einfach nochmal rein, ob wir jetzt hier besser mit der ganzen Situation klarkommen. Ah, hier sind wieder zwei Goblins aufgetaucht. Das sind vielleicht die, die ich damals dann vermisst hatte. Ja, das schaut doch schon gut aus. Wo kommst du denn her? Ha. Na gut. So, Käse haben wir auch.
Na, Käse. Na, wir haben gutes gebratenes Fleisch. Wo ist es denn hin? Da oben. Nein, ich gehe lieber in die Höhle. Ganz schön langes Schwert. Für einen Einhänder. Das ist mir viel zu chaotisch. Dank der Rüstung macht jetzt nur noch wenig Schaden, aber doch noch zu viel. Wo geht's denn jetzt hier wieder raus? Da geht's raus, glaube ich. Ja. So. Trinke ich einen Schluck. Wo ist es? Da ist es. Und jetzt erledigen wir einfach den Rest. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Ja. Ach, jetzt ist hier Ruhe. Schicht im Schacht. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Weshalb ich jetzt auch nicht gesprochen habe, aber bei dem ganzen Grunze, Schnarre von diesen Goblins. Naja. Die Nagelkeulen könnte ich eigentlich auch, glaube ich, einfach hier liegen lassen. Die sind eh nichts weiter wert. Aber schauen wir mal. Hier sind noch ein paar Nagelkeulen, die verscheuere ich dann einfach. Man will ja das nicht einfach ungenutzt lassen. So. Ach, Nachtschatten. Nehmen wir mit. Genau, hier habe ich auch ein paar erledigt. Und dann sind wir. Ah ja, fehlt noch ein bisschen was zum Aufstieg. So, hier haben wir also sonst aber nichts. Nein. Ist schade. Haben wir hier was? Ein Pilz und ein Trank. Ein cooler Trank? Wahrscheinlich nicht, nein. Okay. Wahrscheinlich haben jetzt die ganzen Tränke mehr gekostet, als sie zumindest an erztechnisch eingebracht haben. Oh, da habe ich eine Keule vergessen. Aber immerhin habe ich jetzt gut Erfahrung gesammelt. Das will man ja nicht verachten. Da sind Truhen. Gibt's hier oben noch was? Ein Nachtschattengewächs. Aber sonst nichts. Okay. Dann schauen wir doch bei den Truhen mal rein, was hier so geht. Oh. Pfeile. Fackel. Erzbrocken. Irgendwie ein Feuerball oder so. Streitkolben. Erstmal hier. Was haben wir hier? Dietrich, Bier, eine Fackel und ein Almanach. Aha. Für die Fokussteine. Den werden wir dann wohl noch später brauchen, irgendwann. Oh, hier ist gar nicht abgeschlossen. Okay. Hier wären wir also später nochmal hingekommen. Zwangsläufig für unser schickes Buch. Wo ist es denn? Hier ist es. Das da. Was steht denn hier so drin?
Okay, so ein Fokusstein ist dann scheinbar, wenn er benutzt worden ist, ist er energielos, kraftlos und muss dann erst wieder aufgeladen werden. Okay. Da wissen wir jetzt nicht, ob uns das irgendwie für uns relevant ist. Ich meine, wir selber sind jetzt keine Magier. Insofern weiß ich nicht, ob wir sowas dann aufladen. Wahrscheinlich werden wir das dann auch irgendwie im Iberion oder Korkalom in die Hand drücken. Aber das wird sich zeigen. Jetzt bringen wir einfach erstmal den ganzen Kram dem Korkalom. Der wird wissen, wie damit weiter zu verfahren ist. Oh, hier nehmen wir noch mal ein bisschen Grünzeug mit. So, und hier waren wir jetzt auch schon längere Zeit gar nicht mehr. Nun ja. Naja, so lange ist es, glaube ich, gar nicht her. Ich meine, hier sind wir aufgebrochen, um in die alte Mine zu gehen. Dann haben wir noch einen Schwenk übers neue Lager gemacht. Das alte, na gut, dann haben wir noch das alte Lager ausgeräumt. Schon eine Weile her. Naja, jetzt sind wir wieder da. Dann auf zu Korkalom. Vielleicht ist er uns jetzt ja gewogener, wenn wir ihm jetzt die Sachen oder die Dinge vorbeibringen, die er so dringend benötigt. Ich erinnere mich, hier an dieser Leiter sind wir letztes Mal gestorben. Ich glaube, das speichere ich dann lieber vorher. Oder wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder Let's Play Gothic heißt. Und dann sprechen wir einfach mit dem Korkalom. Bis dahin, macht es gut.